Wir vermelden heute 289 Neuinfektionen. Das ist immer noch hoch, aber auf einem etwas niedrigeren Niveau als in der Vorwoche. Oh, ich kann Ihnen das sogar zeigen. So. Ach, da haben wir es. 289 Neuinfektionen. Sie sehen, wir sind nach einer extremen Steigerung Anfang Oktober nicht nur auf einem Plateau angekommen, sondern wir haben jetzt tatsächlich deutlich eine Entwicklung zur Reduzierung der Zahlen, wenn auch, und das möchte ich ausdrücklich sagen, noch auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben in den letzten 7 Tagen, Stand heute, 1818 Infektionen in Hamburg gesammelt. Und dann kommen wir zum ersten Mal seit einigen Wochen damit auf eine Inzidenz unter 100, nämlich 95,7. Das ist ja die Zahl der Neuinfektionen umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Das ist tatsächlich gemessen an den Wochen seit dem 1. Oktober das erste Mal ein Erholungswert, kann man fast sagen, an dieser Stelle. Was die verschiedenen Ausbruchsgeschehen und Infektionsumfelder betrifft, haben wir weiterhin die Situation, dass bei den allermeisten Fällen wir die Neuinfektion nicht in einem konkreten Ausbruchsgeschehen zuordnen können. Das gilt etwa für knapp 500 Fälle der mehr als 1500 aus den letzten 6 Tagen. Wir haben in Hamburg 52 Ausbruchsgeschehen identifiziert und erreicht das Spektrum von kleineren Ausbruchsgeschehen im familiären Umfeld, wo sie 2 oder 3 Betroffene haben, bis hin zu größeren Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen. Weiterhin besonders, und darauf möchte ich Sie aufmerksam machen, ist die Alterssortierung oder sind die betroffenen Altersgruppen. Wir haben immer noch, wenn auch nicht mehr so signifikant wie in den Vorwochen, eine hohe Betroffenheit in den Altersgruppen zwischen 20 und 40 Jahren. Aber wir haben auch, und das sehen Sie hier, bei der Gruppe der 70 plus, also der älteren Menschen, die ja auch ein gewisses höheres Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf haben, eine hohe Zahl von Ansteckungen. Darauf gehen, da gehen auch wieder einige auf Einrichtungen der Langzeitpflege zurück. Ja, dies vielleicht zu den Zahlen. Wir können noch mal einen Blick auf die Krankenhauszahlen werfen. Das ist ja das, was uns alle in diesen Tagen immer sehr bewegt, weil wir wollen ja wissen, helfen diese Maßnahmen im sogenannten Lockdown Light auch tatsächlich den Druck vom Gesundheitssystem ein bisschen zu nehmen. Und da stellen wir fest, wir haben in Hamburg immer noch eine anspruchsvolle Zahl von stationären behandlungsbedürftigen Krankheitsfällen mit 320 Personen, die stationär in Hamburg wegen der Schwere ihrer Covid-19-Infektion behandelt werden müssen. Davon aber, und das ist in gewisser Weise positiv, 232, bei denen das auf Normalstationen passieren kann, und ein Anteil von 88 Menschen, die gegenwärtig eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Und Sie sehen hier in dieser Kurve auch, das ist der grüne Balken, der ist sehr niedrig zwar, aber trotzdem relevant. Wir leisten auch weiterhin eine Mitversorgung hier in Hamburg für unser Umland an dieser Stelle. Also die Situation in den Krankenhäusern ist anspruchsvoll, aber stabil. Die Menschen, die in der Krankenpflege aktiv sind, sind sehr gefordert gegenwärtig, aber zum Glück im Moment nicht überfordert an dieser Stelle.